Der letzte Auftritt der deutschen Frauennationalmannschaft beim Deutschlandcup 2023 gegen die Tschechische Republik. Die deutsche Mannschaft in den dunklen Trikots nach der deutlichen Niederlage gegen Finnland am Vorabend mit wenig Regenerationszeit von Beginn an unter Druck gegen den Favoriten. Und die gehen auch gleich in Führung. Sechste Minute Noemi Neubauer-Rowa mit dem 0:1 in der sechsten Minute. Die DEB-Auswahl bemüht, eine bessere Partie abzuliefern als beim 1:8 gegen Finnland. Aber die Tschechinnen haben was dagegen. 0:2. Neunte Minute Sarah Kajanova mit dem Tor auf Zuspiel von Denisa Krizova. Sandra Abstreiter wieder im Tor der deutschen Mannschaft ohne Chance. Fast ein Powerplay, was die Tschechinnen da während dem ersten Drittel über die gesamte Spielzeit aufziehen. 15 Sekunden vor Ende der ersten 20 Minuten. Dann der dritte Gegentreffer Denisa Krizova mit dem 0:3 aus deutscher Sicht. Also ein deutliches Ergebnis nach dem ersten Drittel. Im zweiten Abschnitt die deutsche Mannschaft dann deutlich besser im Spiel. Ist eine richtig gute Vorstellung inzwischen der DEB-Auswahl mit eigenen Chancen im Powerplay, wie hier durch Emily Nix und Nicola Eisenschmied. Zu einem Treffer reicht es allerdings nicht. Aber auch defensiv steht die deutsche Mannschaft deutlich besser und schafft es fast, dieses zweite Drittel ohne Gegentor zu überstehen. 47 Sekunden vor dem Ende passiert es dann aber doch. Vendula Pribilova mit dem 0:4 in der 40. Minute. 4 Tore Rückstand also vor dem letzten Drittel und die DEB-Auswahl will an diesen guten Auftritt aus den zweiten 20 Minuten anknüpfen. Allerdings, die Tschechinnen legen nochmal eine Schippe drauf. 41. Minute Denisa Krizova mit ihrem zweiten Treffer am heutigen Nachmittag und das schnelle 0:5. Deutsche Mannschaft jetzt unkonzentrierter, leistet sich immer mehr Fehler. Konter, Noemi Neubauer-Rowa, 50. Minute, 0:6, ihr vierter Turniertreffer. Damit wird sie Top-Torschützin beim Deutschlandcup 2023. Und noch ist nicht Schluss. Auch hier wieder leichter Scheibenverlust. Den nutzen die Tschechinnen eiskalt aus. Teresa Plošová, 51. Minute, 0:7, zweiter Turniertreffer für sie. Und einen gibt's noch, Katarina Mrazova mit diesem One-Timer in der 57. Minute nach Zuspiel von Daniela Pešová. Das 0:8, gleichzeitig dann auch der Endstand. Deutschland schließt das Turnier mit einem Sieg auf Platz 3 ab. Ja, vor so einer Kulisse zu spielen ist natürlich immer Hammer. Wir gehen aufs Eis mit Gänsehaut. Vor so vielen Leuten spielen wir ja wirklich eigentlich selten. Und ja, danke nochmal an Landshut. Das war wirklich eine Ehre für uns. What a day! You look around at this crowd and the energy in this building is incredible. And you know, for us, this whole week's been really important. We've been working on little details throughout the week and today it kind of all came together for us. So it was nice. Mit 3 Siegen gewinnt die Tschechische Republik also die erste Auflage des Deutschlandcups der Frauen 2023 in Landshut. Der Deutschlandcup live, nur bei Magenta Sport.